silence, waiting for the silent signs, any signs I'm alive still. I don't wanna lose it, but I'm not getting through this. Hey, should I pray? Should I pray to myself, to a God, to a Savior? So neugierig ist und dann dass die Neugier so unbefriedigt, dass es das zieht mich runter. Hallo, wie geht's denn so? Runter. Hallo. Hallo, sag uns nicht deinen Namen, aber verrat uns doch mal dein Alter. Ich bin 14 Jahre alt. 14 Jahre alt und woher kommst du? Ich komme aus näher Hamburg, in Lüneburg. Glaubst du, es hat sich jemand umgedreht? Ich hoffe, also ich, ja. Hättest du einen Lieblingswunsch, wer sich denn umgedreht haben könnte? Also, ich würde sehr, sehr gerne zu Lena oder Alvaro gehen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das wird sehr spannend. Also, es ist eine überraschende Show, dieses The Voice Kids. Komm, wir lassen den Vorhang jetzt mal runter. Ich will dich jetzt mal sehen. Wir haben eine schon. Zugabe verdient, finde ich, oder? Ja. Also wir spielen und dann fällt der Vorhang. Findet ihr das gut? Ja. Okay, dann machen wir das so. Oh Gott, mein Gott. Horror, das ist Horror. Wir müssen uns verstecken hier. Komm her. Oh Gott. Laying in the silence, waiting for the sirens. Die Tiefen sind schon sehr geil, finde ich. Total, finde ich auch. Jetzt holt mal den Vorhang runter. Ja, der wird schon fallen. Ah, ohne Hechel. Dass du was mit deinen Traumcoaches zu tun hast. Guck dir die noch mal genau an. Genau. Die sind es nämlich nicht. Okay, tschüss. Aber zuallererst vielen Dank. Wie heißt du denn? Ich heiße Mia. Ja, hallo Mia, willkommen in der Show.
Hallo, Herr. Schön, dass du da bist. Alles okay? Also Mia, du siehst ja, die hast du dir jetzt hoffentlich nah genug angeschaut, Alvaro und Lena, weil die leider nicht gedrückt haben. Und es ist so sehr gewünscht, dass es tut mir persönlich natürlich total leid, dass du mit den Zweitbesten zu tun hast. Aber ich mag euch alle sehr, sehr gerne. Oh, also ich finde euch alle so total toll. Also ich bin sehr happy, dass wir uns haben von der Stimme überzeugen lassen. Du hast wirklich ein echt, also natürlich kommst du so tief. Das ist schon eine Überraschung. Herzlich willkommen in der Show. Ich habe deine Stimme gehört und dachte, krass, die ist sehr, sehr authentisch. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, auch mit dem Song ein bisschen so gewesen, dass der Song super schwierig ist, den du gesungen hast. Von ganz unten bis ganz oben. Aber du bist auf jeden Fall sehr gut aufgehoben bei den anderen zwei Teams. Und ja, ich freue mich, dass du weiterkommst. Vor allem sind solche Töne, ich finde, wenn die da drüber oder drunter rutschen, gar nicht so schlimm. Ich finde, es kommt darauf an, dass man beim Singen Gefühl zeigt und Gefühl rüberkommt. Und das machst du. Das ist viel wichtiger. Und an den Tönen können wir in den nächsten Runden arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass wir Lena und Alvaro zeigen werden in der nächsten Runde, was sie verpasst haben und dass sie mal besser zuhören hätten sollen. Wir werden dann Alvaro mal zeigen, wo die Töne alle hingehören. Also das kriegen wir schon hin. Ich finde, ihr könntet jetzt mal aufhören, sie voll zu quatschen. Nee, das stimmt. Okay. Ja, Mia, entscheide dich bitte. Ich gehe zu Vincent. Ja. Herzlich willkommen. Oh, schön, ich freue mich. Komm runter, ich habe noch ein kleines Andenken. Kannst du dir in dein Zimmer stellen? Oder als Anime dabei haben. Herzlich willkommen, Team Vincent. Einen großen Applaus nochmal. Für Mia.